Simon Desue und seine langjährige Partnerin Inisa Buchwig verlobten sich Anfang 2023. Ende Juli dann die Schocknachricht: Simon und Inisa haben sich getrennt. Auf Instagram erklärte Inisa damals: Ich möchte mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst ist und wir nicht länger zusammen sind. Bitte respektiert meine Privatsphäre in dieser Angelegenheit, während ich dieses Kapitel in meinem Leben abschließe. Danke, Leute. Nun meldet sich Simon Desue mit einem sehr emotionalen Beitrag auf Instagram zu Wort. Dies ist für mich der schwierigste Post, den ich jemals gemacht habe, weil ich versuche, mich euch einmal zu öffnen. Sich im Internet zu öffnen heißt, sich verwundbar zu machen. Ich versuche es trotzdem. Mit diesen Zeilen beginnt der YouTuber sein langes Statement. Simon Desue spricht in dem Post ganz offen über seine mentale Gesundheit. Das Leben an sich schien für mich wie ein Riesenkampf mit mir selbst. Ich habe es gewusst und gefühlt, aber nicht akzeptiert. Der YouTuber hat sich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen, kaum mehr gepostet. Es kam so weit, dass er eine drastische Entscheidung treffen musste, um herauszufinden, was er wirklich im Leben wollte. Ich buchte ein One-Way-Ticket, entfernte meine SIM-Karte und verschwand. Ich lebte einen Monat ohne Zugang zum Internet oder erreichbar zu sein. Weiter erklärte er: Besuchte Waisenhäuser, schlief in 8-Dollar-Hotels und mehr, um einen Spiegel meines Lebens zu erhalten. All das, mit der Hoffnung herauszufinden, wohin meine Reise des Lebens eigentlich hingehen soll und was mich eigentlich glücklich macht. Simon Desue hat die komplette Antwort leider nicht erhalten. Er wusste aber, dass er sich und in seinem Leben etwas ändern musste. So kam es dazu, dass er die schwierigsten Entscheidungen seines Lebens treffen musste. Die jetzt noch extrem schmerzhaft sind, aber mit dem Wissen, dass es am Ende besser sein wird, getroffen wurden und umgesetzt werden mussten. Ob der YouTuber hier auch auf seine Trennung von Inisa anspielt, erklärt er nicht. Dieser Post, den ich unter Tränen schreibe, bedeutet für mich das finale Ende dieser schwierigen Jahre und ein Neubeginn in Richtung zufriedenes und glückliches Leben, erklärt der 31-Jährige weiter. Der YouTuber sieht aber auch hoffnungsvoll in die Zukunft. Mir geht es zurzeit natürlich nicht perfekt, es ist ein andauernder Kampf, den ich jedoch mit vollem Vertrauen besiegen werde. Es wird mir besser gehen,